Hallo und herzlich willkommen zu einer diesmal sehr, sehr besonders schwierigen Create-a-Sim-Folge. Jemand da Thumbnail und hier vielleicht schon sehen kann. Wir erstellen Merida von Dunbroch. Spricht man das so aus? So heißt jedenfalls das Königreich, in dem ihr Vater regiert. Warum ist diese Folge besonders schwierig? Ja, weil Merida sich noch mehr vom Sims Stil unterscheidet in ihrem eigenen Comic-Stil. Sie hat einen ziemlichen Kürbiskopf. Also ihr Kopf ist breiter als länger und das passt eigentlich so gut wie gar nicht in die Sims-Welt rein. Es wird sehr schwierig, das nachzustellen. Ich habe ein bisschen Angst. Muss ich sagen. Am liebsten würde ich sie sogar als Teenager erstellen, aber ich mache sie mal trotzdem als junge Erwachsene. Ich gucke gerade mal, ob ich irgendwas kriege, was so halbwegs passen könnte. Ich glaube, man kriegt gar nichts, was passen könnte. Oh mein Gott, wie siehst du aus? Gott, das ist eine komische Figur. Machen wir nochmal weiter. Komm, nehmen wir die. Die sieht doch schon voll aus wie Merida. Nein, sieht sie nicht, aber wir können da wenigstens was so tun. Okay, erstmal das ganze Make-up runter. Das ist, denke ich mal, das Wichtigste. Runter mit der Scheiße hier. So. Wir fangen mal am besten mit ihrem Kopf an. Es ist wirklich sehr schwierig. Also, sie hat ja... Ich weiß gar nicht, kann ich das hier irgendwo... Ich weiß nicht. Irgendwie so? Das sieht jetzt ein bisschen merkwürdig aus, aber irgendwo in den Proportionen ist ungefähr das im Film so ihr Kopf. Und es ist wirklich sehr schwierig, das irgendwie so nachzustellen. Ich habe selbst keine Ahnung, wie ich das jetzt machen soll. Ich dachte nur, sie gehört auf jeden Fall dazu. Ist auch einer der Neueren. Sieht irgendwie gerade voll aus wie ein Mann. Wir haben doch Frauen ausgewählt, oder? Ist doch eine Frau, ja. Gut. Ich bin mal sehr gespannt, wie wir das machen. Haarfarbe dürfte eigentlich ganz klar sein. So, und Haare ist natürlich auch so ein ganz großes Problem. Was geben wir ihr für Haare, ne? Also, so wird er am ehesten, denke ich mal... Oh Gott, das sieht so furchtbar aus. Wird er am ehesten doch zu ihr passen, dieses Wilde. Was anderes kommt, glaube ich, gar nicht in Frage. Gerade noch durch. Höchstens doch sowas, aber oh Gott, sieht das aussieht um Himmels Willen. Irgendwie so. Komm, geben wir einfach mal ihr so die Haare. Oh Gott, das Gesicht! Oh Gott, das ist ja so... Oh mein Gott, ist das hässlich. So, Wir gucken erstmal bei der Hautfarbe. Die ist doch sehr blass hier, ne? Sie ist auf jeden Fall auch wieder so leicht rötlich, aber auch... Warum kommt mir das gerade so extrem rot vor? Wir geben ihr mal die hier. Und wir geben ihr auf jeden Fall ein anderes Gesicht. Irgendwie komme ich gerade mit diesem Gesicht überhaupt nicht klar. Diese Klubschaugen und diese fetten Lippen dazu... Das ist gerade irgendwie zu viel für mich. Ja. Ich glaube, wir einigen uns einfach mal darauf, dass alles mit dieser Frisur komisch aussieht. Okay, aber damit kann ich vielleicht schon eher arbeiten. Das hat irgendwie mehr Tiefen so. Damit kann ich vielleicht eher was machen. Oh Gott. Das tue ich mir gerade noch so an. Ich kann ja so. Das geht eigentlich. Wenn ich so mache... Geht sogar schon fast, oder? Oh Gott. So? Oh Gott, Leute, es tut mir so leid, falls ich hier gerade übelst die Kacke mache. Das ist wirklich... Vielleicht mache ich sie noch heller? Ich mache sie, glaube ich, so. Oh Gott. Was tue ich hier? Augenfarbe ist mehr so türkis. So? Ja, perfekt sogar. Ich gucke noch mal. Das sind überall die Wimpern immer schwarz. Das ist auch wieder so ein Problem. Ich glaube, die mache ich lieber dann detaillierter, die Augen. Die mache ich dann lieber selbst. Gehen wir am besten mal in den Detailbearbeitungsmodus. Okay. Das hier. Das Kinn. Das ist bei ihr so gut wie gar nicht ausmodelliert. Das ist bei ihr doch sehr dezent. Oh Gott, ich habe so eine Angst, dass es am Ende total furchtbar aussieht. Momentan geht's gerade noch. Also noch ist es jetzt okay. Sehr, sehr schmale Lippen. Eine sehr, sehr spitze Nase. Die Nase ist wirklich sehr spitz und klein. Muss ich, glaube ich, rausgehen, um sie kleiner zu machen. So. Und sie geht aber noch ein bisschen mehr nach oben. Nee, jetzt muss ich, glaube ich, wieder ein bisschen mehr im Detailbearbeitungsmodus machen. So.
so. Ja, nicht ganz. Das tue ich gerade. So sieht's von vorne jedenfalls gut aus. Ja, das kann man schon so nehmen. Wirklich eine ganz, ganz kleine Nase und noch ganz dezente Lippen. Okay. Oh Gott. Aha. Oh Gott, Leute, was habe ich mir noch angetan? Das hier oben, die Augenbrauen muss ich auch noch ändern. Die passen auch noch nicht so ganz. Oh Gott, was tue ich? Ich mache mir noch erstmal die Augenbrauen, bevor ich mich irgendwie an die Augen dran traue. Ich habe gerade so ein bisschen Angst vor allem hier. So. Nee, ein bisschen mehr. Ein bisschen dicker in der Mitte. Nein, das ist zu viel. Das ist alles gerade zu viel. Ein bisschen mehr. So? Nein. Ja, vielleicht. Ist zwar nicht ideal, aber ich denke mal, das wäre auf jeden Fall was, was gehen würde. Kann ich das so ein bisschen ausnehmen? Nee, sieht dann doof aus. Nein. Das muss schon so sein. Dann mache ich, glaube ich, eher die hier. Die kann ich so ein bisschen. Ich probiere mein Bestes, ja? Ich finde, es geht sogar. Es ist halt eben, wie gesagt, immer sehr schwierig, da einen Mittelpunkt zu finden. Okay, jetzt ihre Augen. Ja, ich habe immer Angst, dass ich dann zu sehr übertreibe, dass es dann doch zu komisch aussieht, wenn die dann in der Sims-Welt rumrennt. Versteht ihr, was ich meine? Es soll immer noch so einen gewissen Standard haben, dass es noch normal aussieht. Das war auch zum Beispiel auch ganz schlimm bei Elsa, Anna und Rapunzel, weil die auch so mega fette Augen haben und so. Dass man das irgendwie auch irgendwie, ja, so hinkriegt, dass das noch einigermaßen gut aussieht. So. Ist noch irgendwas, wo ich denke, yeah. Nee, jetzt nur die. Sie hat zum Glück nicht allzu große Augen, aber immer noch zu große. So. Jetzt kann ich hier noch so ein bisschen. So. Und die Augen an sich würde ich gerne ein bisschen mehr auseinander. So. Ja. Ist halt nicht perfekt 1:1, aber ich versuche es so ähnlich wie möglich zu machen. Dass es halt eben, wie gesagt, immer noch irgendwie in der Sims-Welt gut aussieht. Jetzt habe ich auch wieder offene Augen. Wir haben ja alle relativ offene Augen, die Prinzessinnen. So. Ja. Und so, gehen wir mal. Ich denke mal, das kann man so nehmen, oder? Da ist schon, man erkennt es, denke ich mal, auf jeden Fall. Ich habe ihr Gesicht halt eben ein bisschen runter gemacht, aber jetzt halt eben nicht so ganz kürbisförmig, weil das sieht dann, glaube ich, dann wirklich zu krass aus. So, Lippen natürlich ganz dezent. Oh Gott, nein. So, ja. Rosa Wangen hat sie natürlich. Das könnte sogar, das sieht ein bisschen krass aus. Ja, nehmen wir lieber so. Ach, warte mal, Gesicht. Ich gebe ihr noch. Nein. Die, ein paar Sommersprossen, sind zwar ein bisschen zu stark, aber ist okay, denke ich. Kann man so nehmen. Okay, das wär's vom Gesicht. Make-up bekommt sie gar keins. Sehr gut. Okay, dann machen wir mal ihre Mega-Boobs weg. Meine Mega-Boobs! Du kriegst keine Mega-Boobs. So. Swiggy's Woody, I'm coming for the booty. Hier kann schon eine ordentliche Haltung haben. Ah, ist ein bisschen zu ordentlich, wenn du möchtest. Oh, wobei. Nee, es geht. Ein bisschen mehr darf sie schon noch haben. So. So. Machen wir das mal so. Ja. So, schauen wir mal nach ihren Klamotten. Das wird wieder ganz witzig. Oh Gott. Ich überlege gerade, in welchen Klamotten. Das muss ich wieder ganz kurz raustappen. Wie immer. Das tut mir so leid. Merida. Oder auch Brave. Bilder. Was hat sie denn normal an? Sie hat doch dieses Outfit, was sie da trägt. Davor hat sie auch was anderes an. Aber ich weiß gerade nicht mehr, was. Ha.
Ich denke mal, am ehesten würde zu ihr aber irgendwas Sportliches passen oder so, aber ob das so einfach geht. Okay, ich gucke gerade hier bei den Bildern durch. Da finde ich jetzt gerade nichts, was mir irgendwie jetzt weiterhilft. Na gut. Dann halt doch eben nicht. Mir doch egal. Also mir nicht egal, aber ich gucke trotzdem mal hier. Gucken wir mal erstmal Outdoor-Kleidung. Würde auch passen. Gucken wir erstmal hier, ob wir irgendwas finden, was nicht ganz so feminin ist, aber ich glaube, wir haben da wieder so ein ähnliches. Mein Hund macht gerade wieder komische Sachen. Ich glaube, wir haben wieder so ein ähnliches Problem, was wir auch sonst immer haben. Bisschen irgendwas mit Ärmeln oder so, aber das wird wieder ganz schwierig. Wir können sie ja auch wieder so alternativ modern machen. Da werden uns bestimmt wieder einige von euch sagen, so, trink doch ein Kleid, warum machst du der Hosen? Du bist für komisch. Ja, es gibt halt eben nur moderne Kleidung hier. Und der Punkt ist halt, dass sie vielleicht, auch wenn sie in einer moderneren Welt leben würde, auch nicht so auf Hosen steht, weil sie ist auch so ein bisschen eine Abenteurerin und so und nicht so Pipi, Kaka, hier Kleid anziehen. Ist ja nicht so ganz ihr Ding, würde ich mal fast behaupten, ne? Sie hasst das ja auch, direkt im Film da so komisch angezogen zu sein. Von daher. Also eigentlich fast schon. Mit der richtigen Farbe würde sogar sowas gehen, ne? Würde ich das sogar schon fast anziehen mit der richtigen Farbe. Aber vielleicht haben wir die richtige Farbe dafür nicht, deswegen mache ich das nicht. Und sonst haben wir da nichts Ähnliches. Das können wir so irgendwie als Abendkleidung nehmen oder so. Aber ich denke, für den Alltag, da ist sie mehr so der Oberteil-Hosentyp. Also hier eher sowas. Boah, sieht voll cool aus. Aber nicht ganz. Nein, nicht ganz. Wir finden da schon noch was anderes für dich, meine Liebe. Du sollst was Modernes kriegen. Du wirst jetzt hier nicht gezwungen, in Kleidern rumzurennen, meine Liebe. Aber hier gibt es auch noch ein paar schöne Kleider. Sind sie so, nein, keine Kleider, bitte nicht. Oh, was haben wir hier? Oh, nee. Zum Glück hat, finde ich gerade nirgendwo eine schöne passende Farbe. Ah, ja, das ist auch eine schöne, schön passende Farbe. So, hier, Auto. Das würde eigentlich am ehesten zu ihr passen sogar. Ganz begeistert scheint sie trotzdem nicht zu sein. Gut. Okay. Das ist alles doch sehr witzig hier. Komm, gut, dann gucken wir mal bei Oberteilen. Was sind denn jetzt hier lustige Oberteile? Nehmen wir hier mal einfach die. Was soll sie denn kriegen? Sagt sie, was ist doch eine Bluse? Darauf steht sie bestimmt total. Boah, dass sie eigentlich gar nicht mal so schlecht aussieht, aber nein. Ich denke mal, wenn sie es raussuchen könnte, würde sie das ganz bestimmt nicht nehmen. Ich möchte aber trotzdem gucken, dass ich farblich irgendwas finde. Warte mal, ich kann doch hier filtern. Farben. Boah. Das ist ja eher so ein Blau, ne? Warte mal. Purpur, Pink, Weiß, Gelb, Orange, Schwarz, Grau, Braun, Grün, Blau, Grün mache ich mal. Dann hoffe ich mal, dass ich hier mal eher was kriege. Oh Gott. Oh mein Gott, das ist ja mal das Hässlichste, was es gibt. Okay, nein. Nein, nein, nein. 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 Oh Gott, nein. 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 Einfach nur nein. T-Shirts. Ist da irgendwas Schönes dabei? Nein. Auf jeden Fall nein. So ganz modern, so bam in your face. Aber das war, glaube ich, auch wieder zu viel des Guten. Ein bisschen neutral kann es ja trotzdem ruhig sein. Oh Mann. Wir haben hier nichts irgendwie in guten Farben? Was passendes? Was ist denn das? Ja, das ist das schönste und aufregendste T-Shirt der Welt. Nicht. Dass es gerade so schwierig wird. Ich finde viele Sachen, wo ich denke, so, ja, sieht gut aus, aber sie würde das, glaube ich, auch nicht anziehen wollen. Dann hier das hier mit den Häschen. Wunderschön. Nein. Das ist wieder zu krass. Boah, dass es jetzt so schwer wird, dafür für sie was zu finden? Das höchstens. Doch schon fast wieder zu simpel, ne? Das so. Nein, das auch nicht.
Oh Mann, das ärgert mich gerade so. Nein. Oh Gott, nein. 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 Oh Gott, nein. Und doch eher am ehesten das hier. In diesem schönen Schlapperpulli. Naja. Was muss, das muss, ne? Ich guck trotzdem noch weiter. Ich hoffe, dass wir noch was Gutes finden. Hm. Ja, so. Ich finde das so geil, wenn man. Viele finden das scheiße, wenn man den BH so drunter sieht, aber ich finde das eigentlich ganz cool. Doch hier so ganz simpel einfach. Das finde ich halt auch was. Was ganz Schlichtes. Und es passt auch farblich halt auch perfekt zu ihr. Leider, ich hätte gerne noch was Langärmliches schon genommen. Gucken wir mal hier. Nee. Das kann sie zum. Oh Gott, das bauchfrei, das ist ja mal. Das ist ja sowas von Wegrennen gerade. Sowas von Wegrennen. Haha! Nein, Anzugsjacken. Ja, ganz bestimmt Poloshirt. Nee. Ich glaube, da muss ich doch hier was mit ohne Ärmel nehmen. Das hier. Das finde ich, das passt irgendwie am ehesten. Irgendwie ist es doch sehr. Ich mach's mal noch so ein bisschen. Mach so ein bisschen mehr dran. Muss halt jetzt doch sowas ran. Hilft nichts. Das wäre, glaube ich, so total sie, ne? Die Schuhe jetzt nicht, aber so. Ich guck nochmal, ob ich hier noch so eine lange Hose würde ich jetzt eher nicht zutrauen. Und so draußen. Oh Gott. Das ist aber hässlich. So einen schönen Rock. Ja, genau, hier kommt den hier. Da kräuselt sich alles hoch. Jetzt könnte man sogar schon fast nehmen, um das so ein bisschen so zu imitieren, dass sie so ein Kleid trägt. Nach draußen noch so was Langärmliches, aber sie trotzdem. Nee. Das würde ihr nicht gefallen, würde ich mal sagen. Irgendwie was Outdoor-mäßigeres, ne? Ist jetzt hier nicht so tussig wie das. Das sind, glaube ich, alles jetzt hier noch Hotpants, ne? Oder ne, hier sind auch längere Sachen dabei. Ja, zum Bleistift. Gott, das sieht mega dünn aus. Mädel, warum bist du so dünn? Kurze Hosen. Nein, 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 nein. Dann nehme ich, glaube ich, doch wirklich die hier. Die finde ich irgendwie am besten. Natürlich jetzt andere Schuhe dazu. Ich denke, das würde sie am ehesten auch in echt anziehen wollen. Also wenn sie in unserer heutigen Zeit leben würde. Und mit so ein paar Stiefeln dazu. Ja, irgendwie ja. Ich weiß nicht, aber irgendwie ja. Oh, das sind doch ein bisschen zu viel. Irgendwie schon. Gefällt mir irgendwie gut, oder so. Ja, das ist, glaube ich, irgendwie noch besser. Ah, nee, nicht ganz. Ah. So. Oder? Da sind ja ganz andere Stiefel. Ich mag das irgendwie so mit Stiefeln dazu. Dass er eben auch so ein bisschen Grip hat und rumrennen kann. Das passt irgendwie. Vielleicht auch doch lieber die wieder. Das sieht sich irgendwie besser an. Ich nehme die. Und genug davon jetzt. Ich blick gerade noch. Vielleicht noch irgendwie noch ein bisschen Abendschmuck oder so. Jetzt nichts zu tussihaftes. Wie das jetzt zum Beispiel. Gucken wir mal hier ein bisschen hier so. Genau. So was ganz Simples. Aha. Was hat das für mich hier noch? So Ketten. Ja. Aha, nein. Gibt es irgendwie nochmal in weniger auffälligen Farben? Ja, könnte gut sein. Vielleicht das so. Nee, nee, komm, lass mal das. Lass mal das so. Das ist schön simpel. Das gefällt mir irgendwie ganz gut. Ist schön modern. Okay. Oh Gott. Ja, zu schönen Anlässen. Was soll sie denn da tragen? Nein, das gibt es natürlich alles schon mal nicht in ihren Farben. Oh Gott, sie würde mich so töten, wenn ich das anziehen würde. Aber es muss halt irgendwas Schickes sein. So ein Kleid möchte ich jetzt hier schon gerne anziehen. Also töten wird sie mich so oder so. Ich glaube schon fast so.
Und denkt sich so, ich habe keinen Bock auf diese Scheiße. Genau das denkt sie. Oh, das geht irgendwie auch, aber nur irgendwie. Doch hier so. Oh mein Gottness. Oh, das, nein. Das hier. Boah, schon das irgendwie auch so schön, ne? Aber nein. Nein. Was Langes? Ach komm, wir ziehen ja was Langes an. Komm, wenn dann richtig, ne? Nein. Ich gucke halt eben auch mal viele Farben. Na komm, dann kann ich doch mal hier, kann ich hier nicht weiter noch sortieren? Hier. Farben. Blau. Wisst ihr was? Das mache ich jetzt, weil ich da voll Bock drauf habe. So. Ja. So. Sportkleidung. Machen wir jetzt Sportkleidung weiter. Ich überlege gerade, ob ich übelst assi bin. Wartet mal. Kann ich. Gibt's da. Oh nein. Oder war das so? Nein. Ob ich dann irgendwie die Haare so ganz krass zusammenbinde? Nein. Weil im Film hatte sie den auch da dann so unter dem Ding versteckt. Dass das ja nicht ganz so wild und ordentlich aussieht, wisst ihr? So. Oh Gott, das würde sie sowas von hassen. Das würde sie sowas von. Oh mein Gott. Was ist das bitte? Alter, wer rennt denn so rum? Okay, ich kenne genug, die so rumrennen würden, glaube ich. Gibt es hier irgendwie was? Nein, das ist tatsächlich kurz. Ich will, dass es lang ist, aber so ist kurz. Oh Gott, nein. Das ist ja mal sowas von Oma. Oh, Oma. Mhm. Nehmen wir doch, glaube ich, lieber das so. Gib mir das hier einfach. Boah, einfach nur so aus. Boah, das ist so fies, ne? Gibt es hier noch irgendwie eine Alternative dazu? Nein. Warum ist das bei mittellangen Frisuren dabei? Weiß das irgendeiner? Ach ja, komm, wir geben ihr das. Ja, wir geben ihr das. So, okay, so viel dazu. Das behalten wir am besten so. Nein, machen wir nicht. Kann ich ihr sogar vielleicht sogar. Ja, komm, dann gebe ich ihr das. Die Mütze muss aber nicht sein. Das gefällt mir eigentlich sogar ganz gut. Und dann gibt es auch schon wieder vorgefertigte Looks. Aha. Nope, das ist alles so. Look at me. Look at my ass. No. Nee. Warum sieht die eigentlich so schwanger aus auf dem Bild? Hier. Nee, komm, wir behalten das. Muss man auch nicht großartig was dran machen. So, Schlafanzug, süße Träume. Ich glaube, sie ist mehr so der. Yipsi. Ich glaube. Nein, sie ist mehr so der. Mal gucken, ob ich jetzt finde. Wo war denn das? Hier? Hier. Ich glaube, sie ist mehr so der Typ. Das gefällt mir auch ganz gut aus. Das ist so ein rosa, ne? Oh Gott. Nehmen wir, glaube ich, sogar die Farbe. Und diese Socken müssen weg. Erstmal Accessoires mal ganz tot. So. Ich denke, das ist eher so ihr Ding. Das geben wir ihr. Sehr schön. So, oh Gott, jetzt, wenn sie ausgeht, oh Gottchen, das wird jetzt ja nochmal lustig. Ich denke mal auf jeden Fall auch wieder mit Hosen. Vielleicht ein bisschen schicker, aber auch mit Hosen. Oder hier so, nein. Oder hier sowas. Oh Gott. Das ist, geht sogar schon fast. Hier, das hier, genau. Ja. Na, irgendwie, ich stehe voll auf das hier. Ich weiß auch nicht, wieso. Das ist so voll mein Ding. Das auch so gut zu ihr passen. Aber ich glaube, ich habe das schon mal benutzt. Dann gebe ich ihr nochmal hier. Guck mal nochmal bei Tops hier, ne? Das hier ist eigentlich auch ganz schön. Das kann man, denke ich, mal nehmen. So ein bisschen schicker halt. So ein bisschen even more sneakier. Auch ein bisschen mehr sexy. Das ist, denke ich mal, okay.
Was geht mir hier so von unten rum? Ein bisschen zu wenig. Ich möchte es ja nicht ganz so nuttisch machen. Nein. Ach ne, jetzt ist, glaube ich, alles gerade so ein bisschen hauteng. Kann ich hier nicht irgendwie aus Gekleidung abs. Genau, danke. Nein, 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 nein. Ein bisschen was Figürlicheres ist ja okay. So zum Beispiel einfach. Dass ich so ein bisschen, dass ich, ja, so ein bisschen mal schick gemacht ist. Ist, denke ich mal, ganz okay soweit. Hat eben auch nicht zu dick aufgetragen, nicht zu viel Schnickschnack, trotzdem noch sehr simpel und irgendwo auch sportlich. Das ist, denke ich mal, okay. Dazu noch diese fetzigen, wow. Warum eigentlich nicht, ne? Gerade noch, ob hier noch irgendwas anderes. Weil von den Stiefeln her finde ich die eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ich wüsste jetzt auch nicht, was ich jetzt sonst noch nehme. So Turnschuhe höchstens, aber das ist dann auch wieder so doof. Ich glaube, ich nehme die sogar. Oder? Ich kann natürlich auch die hier nehmen. Nee, ich nehme die, glaube ich, sogar. Cool! Okay, Die Sonnenbrille würde ich auf jeden Fall behalten. Vielleicht auch in einer anderen Farbe, aber das gefällt mir gerade irgendwie doch schon ziemlich gut. Und nochmal wegen Farbe, was hier so ist. Das finde ich irgendwie voll schön. Ich glaube, ich nehme das. Das passt auch so wegen so farblich halt so, ne? So, Sonnenbrille, die kannst du mit der Welt sogar aufbehalten. Dann gucken wir nochmal ganz kurz, ob wir noch was anderes finden. Das hier so. Ne, das ist zu viel. Zu tussig, zu normal. Nehmen wir schon die, aber vielleicht mit anderen Gläsern. Wobei, das passt wieder hier so ein bisschen besser dazu. Das. Oh nee, komm, dann nehmen wir doch die wieder. Na gut. Warte mal. Schmiddi, Schmaddi, Schmatter, Schmuck. Machen wir aber mal ab. So. Ah. Aber bitte da ein bisschen was für die Augen drauf machen. Ja, doch, das ist so ein bisschen neutraler. Nicht zu krass. Ich denke mal, das ist ganz okay so. Oh, ihr normales Outfit, wenn sie draußen rumrennt. Wenn sie gezwungen ist, sich irgendwo schick anzuziehen. Wenn sie einfach so Sport macht, was sie eigentlich nie machen wird, weil sie eh draußen immer rumrennt. Sie schläft, wenn sie ausgeht. Sieht schon ein bisschen schick aus, ne? Auch so, dass das Make-up und dass die kurze Hose und so ist schon ein bisschen schick. Und wenn sie cool baden geht. Passt eigentlich. Also ich finde, ist, auch wenn es so abwegig anders ist und die Kleidung, also überhaupt nicht hier vorhanden ist, die man eigentlich bräuchte, ist es doch eigentlich ganz gut geworden. Ich bin doch eigentlich ganz zufrieden. So. Was bekommt sie jetzt? Familienbewusst würde ich auf jeden Fall sagen. Passt einfach zu sehr. Schwurm, Genießerin, Kunstliebhaberin, Musikliebhaberin, Perfektionistin, faul, ehrgeizig, Chaotin, kleptomanisch, liebt die Natur, würde ich eventuell noch machen. Huch. Und, Insider gut, gesellig. Nein, 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 gemein. Nein, 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 nein. Wo ist denn das letzte? Ach, aktiv. Cal, go! Ich denke mal, das wird gut. Hitzkopf wird aber auch gut passen. Könnte man. Ne, sie geht da, sie rennt da gerne aus und ist gerne raus. Macht eine Bewegung. Statt. Na komm, lassen wir es lieber so. Familie ist ja auch wichtig. Da geht es ja auch stark im Film darum. So, was hat sie für ein Bestreben? Liebe, Vermögen, Sport, Wissen, Natur. Autofan. Das klingt gut. Ich glaube, das geben wir ihr auch. Finde ich sehr gut. So, wie machen wir ihren Gang? Das vielleicht? Ich glaube, ich gebe ihr diesen Gang sogar. Cool. Ich habe bestimmt immer keine Ahnung. Ich bin immer total überfordert dabei. Okay, gut. Das war dann soweit jetzt Merida. Ich denke mal, es ist gar nicht mal so schlecht geworden, wie ich erst Angst hatte. Also wenn man sich dann damit dann arrangiert, dass es die Klamotten eh nicht gibt, die man für sie braucht und so, ist es eigentlich ganz gut. Mir gefällt's.
Okay, dann sage ich mal ciao, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Jimmy, let's play it. Ja, create a Sim. Ja, let's play it. Ja, wenn ich wieder mal in Sim erstelle. Und ich weiß auch schon, was nächstes dran kommt. Freut euch drauf und ich sage dann mal ciao und bis zum nächsten Mal. Bye.